Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Eva und wir haben mittlerweile November. Das heißt allerdings, ich muss euch noch meine Neuzugänge aus dem Oktober zeigen. Ich bin im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse gewesen und entgegen meines Plans bin ich tatsächlich mit einigen Büchern nach Hause gekommen. Und zwar mit diesem Stapel. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 neue Bücher, die jetzt in mein Regal wandern und die stelle ich euch jetzt vor. Bei dem ersten Buch handelt es sich um den ersten Teil einer Krimireihe und zwar um Portugiesisches Erbe, ein Lissabon-Krimi von Luis Celano. Die Sache ist hierbei, ich lese eigentlich tatsächlich keine Krimis, ich bin nicht so der Krimileser, weil ich Luis Celano oder auch Oliver Kern aber persönlich kenne und bei der Lesung dabei war, bei der Lesung des zweiten Romans wohlgemerkt, und den fand ich eigentlich ganz gut. Und da musste ich dann einfach den ersten Band mitnehmen und ich lese euch jetzt mal vor, worum es geht. Sonne, Mord und Portugal. Henrik Falkner weiß kaum, wie ihm geschieht, als er die malerischen Altstadtgassen von Lissabon betritt. Der ehemalige Polizist soll ein geheimnisvolles Erbe antreten. Sein Onkel hat ihm ein Haus samt Antiquitätengeschäft vermacht. Während Henrik mehr und mehr in den Bann der pulsierenden Stadt am Tejo gerät, entdeckt er, dass sein Onkel offenbar über Jahre hinweg Gegenstände gesammelt hat, die mit ungelösten Verbrechen in Verbindung stehen. Und kaum hat Henrik sein erstes Pastel de Nata genossen, versucht man ihm umzubringen. Henrik stürzt sich in einen Fall, der sein Leben verändern wird. Mal abgesehen davon, dass ich gar kein Portugiesisch kann, ist mir erzählt worden, dass es in diesem Roman tatsächlich auch so ein bisschen, uns in die Stadt verschlägt tatsächlich. Also ins Lissabon. Nach Lissabon. Es wird uns nach Lissabon verschlagen. Und es soll tatsächlich so ein bisschen nicht direkt wie ein Stadtführer sein, aber wenn man die Seiten liest, dann ist es wohl tatsächlich so, als würde man jetzt gerade genau dort langlaufen. Und ich weiß nicht, ich habe nicht das Bedürfnis, nach Lissabon je zu fahren. Also vielleicht mache ich es dann doch mal in der buchigen Version. Bei dem nächsten Buch handelt es sich ebenfalls um ein Buch von einem Autor, den ich persönlich kenne. Und ein Buch, das ich auf jeden Fall definitiv lesen werde und das ich unbedingt haben wollte. Und zwar Wolf Dorns Die Kinder. Es ist ein Thriller und es ist sein neuester Thriller. Ich habe tatsächlich noch Dunkler Wahn und Phobia hier bei mir stehen von ihm und noch ein paar andere Bücher, die ich vorher von ihm lesen will. Deswegen wandert dieses Buch auf jeden Fall auf meinen Sub, weil ich beschlossen habe, Wolf Dorns Bücher in der richtigen Reihenfolge zu lesen, wie er sie eben veröffentlicht hat, weil es zwischendurch so ein paar Crossovers gibt, die man theoretisch nicht unbedingt braucht. Also man kann die Bücher auch einzeln lesen, aber deswegen habe ich einfach beschlossen, die Bücher in der richtigen Reihenfolge zu lesen. Die Kinder wandert trotzdem schon mal in mein Regal und ich lese euch jetzt vor, worum es geht. Auf einer abgelegenen Bergstraße wird die völlig verstörte Laura Schrader aus den Trümmern eines Wagens geborgen. Im Kofferraum entdecken die Retter eine grausam entstellte Leiche. Als die Polizei den Psychologen Robert Winter hinzuzieht, wird dieser mit dem rätselhaftesten Fall seiner Karriere konfrontiert. Die Geschichte, die Laura Schrader ihm erzählt, klingt unglaublich. Doch irgendwo innerhalb dieses Wahnkonstrukts muss die Wahrheit verborgen sein. Je weiter Robert vordringt, desto mehr erkennt er, dass die Gefahr, vor der Laura warnt, weitaus erschreckender ist als jeder Wahn. Und ich liebe dieses psychologische Denken dahinter. Also es ist alles, was mit dieser Psychologie zu tun hat, lese ich echt unheimlich gerne. Und das ist auch ein Grund, warum ich Wolf Dorn so gerne lese. Und gerade bekomme ich tatsächlich Lust, doch demnächst mal zu Dunkler Wahn zu greifen. Bei dem nächsten Buch muss ich gestehen, es ist ein Spontankauf gewesen. Dazu muss ich nochmal ganz kurz anmerken, auf der Frankfurter Buchmesse direkt habe ich nichts gekauft, sondern wir sind tatsächlich am ersten Abend noch in einer Buchhandlung gewesen, weil unter anderem ja Wolf Dorns Buch bei mir einziehen sollte und die anderen beiden haben auch ein bisschen was gekauft. Und da hat mich so ein bisschen der Kaufrausch gepackt tatsächlich.
Buchmesse selber verkauft ja, also die Frankfurter Buchmesse verkauft nur am Sonntag und den Sonntag habe ich ja dieses Jahr tatsächlich gar nicht mitgemacht. Naja, von diesem Kaufrausch ist allerdings auch das nächste Buch betroffen gewesen und dabei handelt es sich um den ersten Band einer Reihe und zwar Obsidian von Jennifer L. Armentrout. Obsidian Schattendunkel. Es ist der erste Band von 1, 2, 3, 4, 5 Bänden. Ich weiß nicht, ob da noch mehr hinterherkommt. Mittlerweile habe ich hier schon die Taschenbuchversion. Das ist ja mal ganz schön gehypt worden. Ist allerdings mittlerweile schon ein paar Jährchen her. Und ich bin irgendwie immer dran vorbeigegangen. Also es hat mich nie wirklich jetzt zu sich gezogen, sag ich mal. Allerdings suche ich tatsächlich gerade mal wieder nach einer Reihe, die mich ordentlich packt. Und habe die Hoffnung, dass Obsidian das ganz gut machen kann. Vor allem, weil mir jetzt mehrere Leute diese Reihe tatsächlich empfohlen haben, dachte ich mir so, ich kann es ja einfach mal versuchen. Einen Moment lang konnte ich ihn nur anstarren. Er war wahrscheinlich der heißeste Typ, der mir je begegnet war, aber ein absoluter Vollidiot. Als Katie vom sonnigen Florida ins graue West Virginia ziehen muss, ist sie alles andere als begeistert. In dem kleinen Nest kommt sie anfangs nicht einmal ins Internet, was für die leidenschaftliche Buchbloggerin eine Katastrophe ist. Sie beschließt, bei ihren Nachbarn zu klingeln und lernt so den atemberaubend, gut aussehenden, aber unfassbar unfreundlichen Damon Black kennen. Was Katie jedoch nicht weiß, ist, dass genau dieser Junge, dem sie von nun an aus dem Weg zu gehen versucht, ihrem Schicksal eine ganz andere Wendung geben wird. Romantik! nein, es klingt schon ganz gut, zumal sie ja auch Buchbloggerin ist und ja, wenn das nicht passt, dann weiß ich auch nicht, ne? Ich bin auf jeden Fall gespannt. Habt ihr Obsidian schon gelesen? Dann schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Infobox, in die Kommentare. Denn von diesem Buch erwarte ich tatsächlich ein klitzekleines bisschen was. So wie auch Obsidian gerade ist auch der nächste Kauf, meinem Kaufrausch verschuldet. Und zwar habe ich von Sarah J. Maas Throne of Glass Die Erwählte gekauft. Und ich glaube, ich bin schon vor zwei Jahren oder so auf der Buchmesse an diesem Buch vorbeigegangen, an diesem ersten Band. Und wollte es eigentlich schon mitnehmen, aber weil man ja nichts kaufen kann auf der Buchmesse, habe ich es tatsächlich nicht getan. Und jetzt stand ich in der Buchhandlung davor und war so, ja, doch, ich nehme ihn jetzt mit, einfach weil ich das Gefühl habe, dass ich sonst nie mache. Es ist eigentlich ein ganz schöner, handlicher Taschenbuch-Dingensbummens hier und ich glaube, die Schrift finde ich auch gar nicht so schlecht. Kann man, glaube ich, ganz gut machen. Also es blättert sich auf jeden Fall einfach. Ich hoffe, dass es sich auch so einfach liest. Zwei Männer lieben sie. Das gesamte Land fürchtet sie. Nur sie kann das Königreich retten. Silena Sarutin ist jung, schön und zum Tode verurteilt. Doch dann erhält sie eine letzte Chance. Kronprinz Dorian hat sie dazu auserkoren, in einem tödlichen Wettkampf für ihn zu kämpfen. Gewinnt sie, erhält sie ihre Freiheit zurück. Verliert sie, bezahlt sie mit ihrem Leben. Die faszinierende Saga beginnt. Und ich habe tatsächlich sehr viel Positives davon gehört. Und ich bin jetzt echt gespannt. Also ich freue mich drauf, dieses Buch lesen zu dürfen. Wo wir beim Kaufrausch sind, ja, auch das letzte Buch ist meinem Kaufrausch verschuldet. Und ja, auch an dieses Buch habe ich tatsächlich ein paar Anforderungen oder ein paar Erwartungen. Die fünfte Welle von Rick Jancy ist mittlerweile tatsächlich verfilmt worden, wenn ich gerade nicht komplett blöd bin. Also es ist mittlerweile verfilmt worden. Ich glaube, da kommen noch ein paar Bände hinterher. Irgendwie bin ich gerade schlecht informiert, aber ja. Bei diesem Buch habe ich tatsächlich so ein bisschen Tribute von Panem-Erwartungen oder die Bestimmung-Erwartungen. Und das waren beides Trilogien, die mich wirklich sehr, sehr packen konnten und die mich sehr begeistern konnten. Also auch hier sind meine Erwartungen dementsprechend hoch irgendwie. Sie kommen, um uns auszulöschen, jeden einzelnen von uns. Bist du bereit zu kämpfen? Die erste Welle brachte Dunkelheit, die zweite Zerstörung, die dritte ein tödliches Virus. Nach der vierten Welle gibt es nur noch eine Regel fürs Überleben: traue niemanden. Das hat auch Cassie lernen müssen, denn seit der Ankunft der anderen hat sie fast alles verloren. Ihre Freunde und ihre Familie sind tot, ihren kleinen Bruder haben sie mitgenommen.
Das wenige, was sie noch besitzt, passt in einen Rucksack. Und dann begegnet sie Ethan Walker. Er rettet sie, nachdem sie auf der Flucht vor den anderen angeschossen wurde. Eigentlich weiß sie, dass sie ihm nicht vertrauen sollte. Doch sie geht das Risiko ein und findet schon bald heraus, welche Grausamkeit die fünfte Welle für sie bereithält. Ich finde, das klingt unheimlich gut und nach einer sehr guten Dystopie. Deswegen ist dieses Buch jetzt in mein Regal gewandert und mal gucken, wann ich dazu kommen werde, es zu lesen. Das sind unheimlich tolle 5 Neuzugänge, die ich da in meinem Regal begrüßen darf, denke ich. Und ich bin von einem kleinen Kaufrausch überrannt worden, das muss ich zugeben. Und wenn man schon auf der Buchmesse nichts kaufen kann, immerhin muss man neue Bücher mitnehmen. Und dann geht man halt einfach in eine Buchhandlung, ne? Zumal ich ja jetzt für den Rest des Jahres eigentlich doch nochmal ein bisschen mehr zum Lesen kommen möchte. Das habe ich mir wirklich fest vorgenommen. Weil im Moment bin ich noch nicht zufrieden mit der Zahl der Bücher, die ich bisher gelesen habe. Traurigerweise. Allerdings kann ich dazu sagen, dass in diesem letzten Monat überhaupt keine Rezensionsexemplare bei mir eingezogen sind. Mal schauen, ob sich das im nächsten Monat noch ändert. Ich habe da ehrlich gesagt gerade nicht so den Überblick. Aber ich weiß, dass es ein paar Neuzugänge gibt, die ich auch auf jeden Fall in meinem Regal haben möchte. Und ich glaube, da muss ich mir irgendwann nochmal richtig schön Urlaub nehmen, damit ich einfach mal so 1-2 Wochen lang nur lesen kann. Ich glaube, irgendwann wird das mal fällig. Ja, was sagt ihr zu meinen Neuzugängen? Habt ihr auch irgendwas davon schon im Regal stehen, beziehungsweise habt ihr es gelesen oder vielleicht als Hörbuch gehört? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen!